Dann begrüße ich Sie ganz herzlich und danke Ihnen ganz schön, dass Sie wirklich so zahlreich hier gekommen sind. Was ich Ihnen hier vorstellen will, ist ein Gedankenmodell, einige Spekulationen, einige Hypothesen, die allerdings in der Realität begründet sind. Und zwar will ich über Mensch und KI sprechen. KI steht für künstliche Intelligenz. Übermensch, dieser Begriff ist von einem Freund von mir begründet worden, der ein großer Fan von Nietzsche ist und der gesagt hat, sprechen wir über den Menschen und über die KI oder sprechen wir über den Übermenschen und die KI? Ich sagte, ich bin mir nicht sicher und deswegen habe ich einfach diesen Bindestrich in Klammern gesetzt. Da vorne liegt ein Skriptum, das ich geschrieben habe für diesen Vortrag. Wenn Sie wollen, können Sie sich nach dem Vortrag ein Exemplar nehmen und auch die Roboter näher begutachten, wenn Sie möchten. Ich werde auch einen danach, nach dem Vortrag, zum Laufen bringen und ich habe sogar einen PlayStation 3 Controller dabei, mit dem man den steuern kann. Eine weitere Nebenleidenschaft neben der Wissenschaft ist bei mir nämlich das Videospiel und deswegen können wir da nachher ein bisschen zocken. Also zunächst mal stelle ich mir eine kolossale Frage und zwar, was ist die Arche des Lebens, was ist die Arche des intelligenten Lebens? Und da fällt mir der Begriff der Autopoiesis ein. Die Autopoiesis, vielleicht ist das für Sie ein Begriff, falls nicht. Autopoiesis ist ein weiter Begriff. Er besteht aus dem Teil Auto und Poiein. Es geht darum, dass die Autopoiesis ein Phänomen ist, das vielleicht esoterisch klingen mag, aber das man in der Natur, in der Realität betrachten kann, beobachten kann. Autopoiesis beschreibt einen systeminhärenten Mechanismus vieler natürlicher Systeme, nicht nur biologischer Systeme, sondern auch physikalischer Systeme. Also die Form einer Schneeflocke beispielsweise entsteht autopoietisch, ähnlich wie viele Kristalle auch. Das Wassermolekül hat eben die hier gezeigte Form und aufgrund seiner Form neigt es dazu, sich mit anderen in hexagonalen Strukturen zusammenzusetzen. Und diese Zusammensetzung ist die physikalisch günstigste. Also die Natur versucht, zum niedrigsten Energieniveau oder zum größten Chaos zu streben. Chaos ist die Ordnung des Universums, sagte schon James Gleick. Und durch diese Form entsteht zunächst ein Sechseck und an diesen Ecken lagern sich weitere Wassermoleküle unter den richtigen Voraussetzungen an, sodass sie am Schluss dann sich die Form einer Schneeflocke ergibt. Also diese komplexe, aus meiner Sicht auch wunderschöne Form entsteht nur aufgrund von Temperatur und Umweltgegebenheiten und aufgrund der Form eines Wassermoleküls. Also das ist eine autopoietische Vorgehensweise. Ich zitiere da gerne Kritikerinnen und Kritiker der Evolutionstheorie, die angeben, dass die Selbsterschaffung des Lebens aus sich heraus ja ähnlich wäre, als würde ein Windstoß durch einen Müllhaufen fegen und den Müllhaufen zu einem funktionierenden Flugzeug zusammenbauen würde. So funktioniert es nicht. So bestimmt nicht. Und sonst bräuchte man auch keine Ingenieure mehr. Autopoiesis ist eben eine Eigenschaft, die gewisse Systeme haben, die sich selbst zusammenbauen. Das Leben ist eines davon. 1953 gab es das Miller-Urey-Experiment. Das waren die Studierenden Stanley Miller und Clayton Urey. Die haben Methan und andere Substanzen, aus denen Leben besteht, in einem bestimmten thermodynamischen
Prozess ausgesetzt und sie haben festgestellt, dass sich nach einiger Zeit Basismoleküle von biologischen Systemen bilden. Also es hat sich kein Leben gebildet, aber es haben sich Grundbausteine des Lebens gebildet. Also dadurch kann man zumindest plausibilisieren, dass sich ein lebendes System selbst zusammensetzen kann. Die DNS, die alles Leben, das uns bekannt ist, bestimmt, ist ein sehr großes, ein sehr komplexes Molekül. Aber ich halte es für wahrscheinlich, dass sich solche oder ähnliche Moleküle aufgrund von autopoietischen Mechanismen selbst zusammensetzen können. Wodurch sich dann auch wieder die Frage erübrigt, ob es anderswo als auf der Erde noch Leben geben kann, können mit Sicherheit. Ich halte es persönlich für unwahrscheinlich, dass dies der einzige belebte Planet ist und der Rest des Universums steril ist. Also Leben entsteht auf autopoietische Art und Weise. Ein DNS-Molekül ein DNS-Molekül und entsprechende zelluläre Strukturen besitzen die Möglichkeit, bei gegebener Menge von Substrat selbst wieder Leben zu bilden. Also so entsteht ein Lebewesen, so entsteht ein Bakterium, so entsteht ein Mensch aufgrund von solchen Mechanismen. Ich möchte eigentlich über Mensch und KI sprechen, aber Sie werden später sehen, dass das eigentlich ganz wichtig ist dazu. Evolution gerade noch, wie kann Evolution passieren? Charles Darwin war der Überzeugung, dass es über lange Zeit geht und durch Auswahl und durch Verwerfung. Das ist nicht ganz richtig oder es wird gerne missverstanden. Survival of the fittest heißt nicht Survival, das Überleben der Stärkeren, sondern das Überleben der besser Angepassten. Konkret können wir allerdings auch spontane Evolution beobachten. Zum Beispiel, wenn zwei einfache zelluläre Organismen, Prokaryoten, miteinander in symbiontische Beziehung treten, dann tauschen sie bisweilen auch genetisches Material aus, wodurch sie genetisch kompatibel werden. Und dann kann es passieren, dass einer dieser Organismen den anderen einverleibt, ohne ihn zu verdauen, wodurch dieser zum Mitochondrium wird. Das ist eine spontane Evolution, die innerhalb von kurzer Zeit passieren kann und nicht innerhalb von Tausenden oder Millionen von Jahren. Das hat alles einen Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz. Jetzt ist es so, was Intelligenz angeht, das ist ein schwieriges Thema. Nun zunächst einmal, die antiken Griechen glaubten, der Mensch hätte eine Hand, weil er klug sei. Jetzt hat aber der Anthropologe Christoph Wulff, ich verwechsel immer den ehemaligen Bundespräsidenten und den Anthropologen. Also Christoph Wulff, falls ich falsch liege, bitte, ist durchaus möglich, sagen Sie mir Bescheid. Christoph Wulff sagte in seinem Buch Anthropologie in einer für mich, glaubwürdigen Hypothese, dass der Mensch eben nicht eine Hand habe, weil er klug sei, sondern klug sei, weil er eine Hand habe. Jetzt ist es so, dass die vorsteinzeitlichen vormenschlichen Lebewesen in der Regel in Wäldern und auf Bäumen lebten, aber es gab damals schon einen Klimawandel, der das alte Afrika von einem mit einem dicht bewaldeten Gebiet in ein wenig bewaldetes Steppengebiet umwandelte. Und das machte es unseren Vorfahren notwendig, von ihren Bäumen runterzusteigen und dort eben auch auf dem Boden zu leben. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass man stehen kann und nicht sitzen muss oder nicht kriechen muss, weil im Stehen sieht man natürlich über das hohe Gras hinweg und kann sowohl Beutetiere als auch Feinde besser sehen. Und dann macht es natürlich auch noch Sinn, dass wenn man schon gehen kann, dass man was anderes mit den Händen macht. Und dadurch, dass die Hand frei wurde, andere Dinge zu tun, wurde natürlich auch die Möglichkeit zu komplexeren Tätigkeiten gegeben. Und die Fähigkeit oder die Gelegenheit, komplexere Tätigkeiten zu machen, auszuführen, führte auch dazu, dass sich das Gehirn anpasste. Denn komplexere Tätigkeiten machen trainiert das Gehirn und dadurch wird man
auch klüger und dadurch wird auch die ganze Spezies über lange Sicht gesehen klüger. Also der Mensch ist klug, weil er eine Hand hat, weil er gelernt hat oder weil sie dann nicht mehr zur Fortbewegung primär notwendig war, sondern eben auch für andere Dinge. Nicht nur bei Menschen ist es so, auch bei anderen Primaten. Also die zunehmende Geschicklichkeit führte aber auch dazu, dass man mehr Zeit hatte. Also neben Schlafen und Arbeiten und Fortpflanzen hatte man noch Zeit, gelangweilt zu sein. Langeweile ist unangenehm und deswegen hat man in dieser Zeit dann auch begonnen, andere Dinge zu tun, zum Beispiel das Denken. Man hat ja Zeit dafür. So seltsam das klingen mag, ich bin der Überzeugung, dass es so ist. Und so ähnlich sieht es eben auch Christoph Wulff. Diese neue Tätigkeit, also das Denken, ist das, was man landläufig als Intelligenz bezeichnet. Jetzt bin ich ein bisschen in der Bredouille, weil eine vernünftige Definition für Intelligenz gibt es meines Wissens nicht so, dass sie allgemein anerkannt wäre. Es ist also nicht leicht, eine Definition zu finden, deswegen erlaube ich mir, eine Arbeitsdefinition zu finden oder zu suchen. Das ist notwendig, um später über künstliche Intelligenz zu sprechen. Denn ich kann ja nicht eine künstliche Intelligenz machen, wenn ich nicht weiß, was eine Intelligenz ist. Das ist schwierig. Das ist wie, wenn ich versuchen wollte, das Gesicht einer Person zu zeichnen, die ich nie gesehen habe. Zunächst mal erlaube ich mir eine Arbeitsdefinition. Achtung, eine Arbeitsdefinition. Ich sage nicht, dass ich eine endgültige Definition hier abgeben will. Eine Arbeitsdefinition des Begriffs Vernunft anzunehmen. Also eine Entität verhält sich ja dann vernünftig, meiner Ansicht nach, wenn sie zur Erreichung eines bestimmten Ziels einen Weg oder eine Methode wählt, die zielführend ist und bei der die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Nicht nur Menschen können sowas, zum Beispiel Bienen können sowas auch. Es gibt das mathematische Problem des Traveling Salesman, also des fahrenden Händlers. Da geht es darum, dass man eine beliebige Anzahl von Punkten hat und man versucht, den kürzesten Weg zwischen diesen Punkten zu finden. Also man kann sich beliebig zwischen diesen Punkten hin und her bewegen, aber ich will natürlich die zurückgelegte Wegstrecke möglichst kurz halten. Ich will ja keine unnötigen Umwege gehen. Da gibt es keine allgemeingültige Lösung für. Also es gibt natürlich für individuelle Probleme optimale Lösungen. Von Perfektion spricht man in der Kybernetik nicht, sondern von Optimalität. Die Optimalität allgemeingültig zu finden, ist meiner Ansicht nach nicht möglich. Jetzt ist es aber so, dass Bienen sowas können. Es gab einen Versuch, und zwar waren es die Neurowissenschaftler Yuri Wilensky und William Rand. Die haben in ihrem Buch An Introduction to Agent-Based Modeling ein folgendes Experiment beschrieben. Sie haben ein Bienenstock wurde auf ein freies Feld gelegt oder angebracht, auf dem sich nur an bestimmten Punkten Nektar befand, den die Bienen natürlich brauchten. Und sie haben dann die Bienen beobachtet. Und die Bienen schickten zuerst Sucherbienen vor, die diese Nektarpunkte fanden und wieder zurückkehrten, um den Bienen davon zu erzählen. Und dann ging es immer hin und her. Sie flogen hin und wieder zurück und haben jedes Mal ihre Strategie angepasst, bis sie einen optimalen Weg fanden, um zwischen all diesen Punkten hin und her zu reisen und nicht perfekte, sondern optimale Konfiguration gefunden haben. Jetzt ist es so, eine einzelne Biene kann nicht als intelligent beschrieben werden, glaube ich jedenfalls, weil eine Biene kann nichts. Oder haben Sie schon mal eine Biene irgendwas studieren sehen? Nein. Also, aber der Schwarm in sich verhält sich, könnte man sagen, vielleicht nicht intelligent, aber klug und sinnvoll. Wenn Sie es vergleichen mit dem Verhalten von Blattschneiderameisen, dann können Sie sehen, dass dieser Schwarm, technisch gesehen ist es ein Schwarm, eine Landwirtschaft hat und selbst Friedhöfe hat, eine komplette Zivilisation bildet, obwohl weder eine einzelne Biene noch eine Ameise sonderlich
klug ist. Der Nervensystem ist nicht groß genug, um komplexe Vorgänge überhaupt abbilden zu können. Man spricht hier dann auch von Swarm Intelligence, also die Gesamtheit des Systems kann Verhalten zeigen, das man vielleicht intelligent nennen kann, während das Einzelne es nicht kann. Weiterhin zum Beispiel können manche Schleimpilzarten können optimale Wege aus Labyrinthen finden, die sehr komplex sind. Und ja, ein Schleimpilz ist im Prinzip nur was Ekliges, was sonst irgendwo rumliegt. Also sie können durchaus sinnvolles Verhalten zeigen. Jetzt im technischen Bereich, wie ist es da? Ich sage erstmal eins, Schach hat nichts mit Intelligenz zu tun. Diese Behauptung bringe ich ganz gerne, weil dann öfters mal ein paar Leute voll dagegen sind. Aber es ist meiner Ansicht nach so. Es war 1977 so, dass der Großrechner Deep Blue den damals amtierenden Weltmeister Garry Kasparov besiegt hat, und zwar 3-5 zu 2-5. Und Kasparov soll sich beschwert haben, weil er der Überzeugung war, dass eben nicht der Computer gegen ihn gespielt hat, sondern dass der, getäuscht hat und dass ein Mensch dem Computer geholfen hat. Dem war nicht so. Ein Schachcomputer ist nichts anderes als eine glorifizierte Suchmaschine. Ein Schachcomputer kann nur Spielsituationen bewerten, auswerten und aus einer gigantischen Datenbank den möglichst besten Zug auswählen. Also Google ist sehr viel schlauer als ein Schachcomputer. Und das ist ein Automat. Das ist nur ein Automatismus. Und wenn ein Automatismus besser sein kann als ein Mensch, kann das zugrunde liegende Problem meiner Auffassung nach nicht intelligenzbasiert sein. Jetzt, heute haben wir künstliche Intelligenzen. Heute sind künstliche Intelligenzen Softwareprogramme, die den Anschein von Intelligenz geben. Man müsste sie eigentlich als simulierte Intelligenzen bezeichnen, wie ich meine. Zum Beispiel in meinen heißgeliebten Computerspielen, Videospielen, gibt es Gegner, die eben nicht besonders gut sein sollen, sondern möglichst glaubwürdig. Also es nützt nichts, wenn ein Computergegner perfekt spielt, weil dann brauche ich nicht mitspielen, dann habe ich keine Chance. Also man versucht, möglichst menschenähnlich zu werden. Jetzt, künstliche Intelligenz oder künstliche neuronale Netzwerke hat man zum Beispiel auch in der Bilderkennung. In der Bilderkennung, ich zeige das gerne mal. Was macht künstliche Intelligenz? Eine künstliche Intelligenz kann zum Beispiel oder ein künstliches neuronales Netzwerk kann zum Beispiel Dinge klassifizieren, das Klassifikationsproblem, das ist das Schwierige. Ich gebe da gerne ein Beispiel, Gesichter erkennen oder Verkehrsschilder erkennen. Wenn Sie ein ganz modernes, teures, sehr, sehr teures Auto haben, dann hat es möglicherweise vorne eine Kamera, die Verkehrsschilder erkennt und wenn Sie zu schnell fahren, sie warnt, wobei man die Warnung auch abschalten kann. Aber sie warnt, dass sie zu schnell fahren. Also es funktioniert in der Regel so, also künstliche neuronale Netze funktionieren in der Regel so, dass man ein solches Netz hat, einen Input, einen Output und in einer sogenannten Trainingsphase ihm die richtigen Lösungen gibt und Beispiele gibt. Zum Beispiel in der Bilderkennung, Sie kennen das vielleicht, Optical Character Recognition, das haben manche PDF-Reader. Wenn Sie da einen gescannten Text eingeben, dann können Sie das drüber laufen lassen und dann wird das Bild, das den Text darstellt, umgewandelt in richtigen Text, sodass Sie danach nach Informationen suchen können. Jetzt ist es so, dass diese Texterkennung funktionieren? Da wird einem künstlichen neuronalen Netz einfach zum Beispiel der Buchstaben A in tausendfacher Form gezeigt, in tausendfach verschiedenen Schriftarten, mit Frakturschrift, Schreibschrift, groß, klein, sonst wie. Und ihm wird dann immer gesagt, das ist ein A. Also ihr kriegt zwar die Problemstellung und gleichzeitig die Lösung.
Und wenn das richtig gemacht wird, da gibt es dann mathematische Modelle, die ich jetzt nicht näher beschreiben will, die dann dazu führen, dass wenn das künstliche neuronale Netz ein neues Bild sieht, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erkennen kann, ob es sich zum Beispiel um ein A handelt. Aber da können Sie sich vielleicht schon vorstellen, gibt es natürlich auch Probleme, weil das B sieht aus wie eine 8. Und natürlich wird auch öfters mal ein B mit einer 8 verwechselt. Da müsste man natürlich eine bessere künstliche Intelligenz, also müsste man eine künstliche Intelligenz einbauen, dass es die zum Beispiel auf die Idee kommt, dass es nicht Achtecker heißt, sondern Bäcker. Ja. Okay, wir haben heute, warum bringe ich das Ganze mit dem Leben und der Autopoiesis? Das hat natürlich einen Sinn. Wenn man jetzt den Versuch unternimmt, Intelligenz mit der Lernfähigkeit oder der Kreativität zu beschreiben, dann ist das seit 2015 oder 2017 fraglich. Denn Google hat ein Projekt veröffentlicht namens AlphaGo. Go ist ein altes Brettspiel, das ursprünglich aus China kommt, aber jetzt gerade auch in Japan und in anderen Ländern, teilweise auch in Deutschland, sehr verbreitet ist. Go ist viel einfacher, was die Spielregeln angeht, als Schach, aber was die Rechnerumsetzung angeht, wesentlich schwieriger ist. Denn in Go gibt es für jeden oder für viele Spielsituationen wesentlich, also extrem viel mehr Folgezüge, mögliche Folgezüge als beim Schach. Beim Schach hat man, ich weiß nicht wie viele, aber nicht so viele zukünftige Möglichkeiten wie beim Go. Deswegen wurde lange gedacht, dass es, wenn und nicht unmöglich, dann sehr schwierig ist, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die einen menschlichen Meister oder Meisterin tatsächlich besiegen kann. Das hat sich geändert. Und zwar 2015, als AlphaGo den dreifachen europäischen Go-Meister Fan Hui in einem Go-Wettkampf mit 5:0 besiegte. Ich habe nicht schlecht geguckt, als ich das gelesen habe. Jetzt ist es so, es gab noch eine erweiterte Version, AlphaGo Zero, und zwar 2017. Da gab man diesem KI-System nur die Spielregeln und die Gewinn- und Verlustbedingungen und hat den Rechner Millionen und Abermillionen von Spielen gegen sich selbst spielen lassen. Einfach nur gegen sich selbst. Und das hat ausgereicht, den Weltmeister, ich weiß den Namen nicht mehr, aber den Weltmeister zu der Zeit zu besiegen. Hier deswegen Autopoiesis, ja. Das System hat nur die Regeln bekommen und nur aus sich selbst heraus eine Strategie entwickelt, zu gewinnen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also wenn wir KI denken wollen, müssen wir autopoietisch denken, müssen wir von dem, das das Leben antreibt, ausdenken, meine ich. Jetzt frage ich mich immer noch, was denn Intelligenz heißen soll. Mir scheint es naheliegend, dass nur noch eine Definition übrig bleibt, nämlich zu lügen. Lügen ist eine der aufwendigsten neuronalen Prozesse, die in einem Gehirn ablaufen können. Lügen und kreativ sein haben sehr viel miteinander zu tun. Man macht etwas, das nicht ist. Also kreatives Handeln und Lügen ist fast dasselbe, meiner Ansicht nach. Und ich war 2010, glaube ich, auf dem Symposium für neuronale Ästhetik am ZKM in Karlsruhe. Und da hat ein Kollege gesagt, beim Lügen und beim Kreativdenken sind fast dieselben Gehirnregionen aktiv. Ein Neurologe war das. Also Lügen können ist vielleicht eines der bedeutendsten Merkmale, was wir als menschliche Intelligenz sehen können. Es ist nicht das Einzige. Es gibt Menschen, die Geistesstörungen haben und deswegen gar nicht in der Lage sind zu lügen. Das ist so. Die können trotzdem intelligent sein. Das ist nicht das Einzige, aber es ist ein wichtiges Merkmal, würde ich sagen.
Der Komödienfilm The Invention of Lying von Ricky Gervais, den kennt vielleicht jemand, wer es nicht kennt, wo ist die nächste Bibliothek wirklich, den muss man sich anschauen. Der zeigt das wirklich sehr gut und meiner Ansicht nach ist die Komödie eine wirklich ernstzunehmende Form der philosophischen Betrachtung von gesellschaftlichen Phänomenen. In diesem Film wird eine Welt gezeigt, die genauso ist wie unsere. Also wirklich, die Leute haben Jobs, die fahren mit dem Bus. Nur niemand kann lügen. Das Prinzip des Lügens gibt es nicht in dieser Welt. Niemand kann lügen. Und das bedeutet natürlich auch, dass alle Leute brutal ehrlich sind, immer. Das bedeutet aber auch, dass alle einem immer alles glauben. Denn sie kennen das Prinzip des Lügens nicht. Und das Lustige ist dann, man sieht da eine Pepsi-Werbung und da steht Pepsi, if there's no Coke. Und die Werbung für Coca-Cola ist auch so, guten Tag, die Coca-Cola-Firma hat mich dafür bezahlt, Sie zu überzeugen, Cola zu trinken. Ich probiere sie mal. Also mir ist es zu süß, aber trotzdem bitte kaufen Sie Coca-Cola und so weiter. Ja. Und in dieser Welt hat niemand, gibt es keine Unehrlichkeit. Es gibt aber auch keine Contenance. Es gibt keine, es gibt keine Lüge. Und alle Filme sind natürlich historische Dokumentarfilme, weil man kann ja nichts sagen, das nicht ist. Und einer erfindet dann das Lügen und überzeugt dann die Bankangestellte, dass auf seinem Konto viel mehr Geld ist, als der Computer anzeigt, weil er weiß es ja und sie glaubt ihm das natürlich, also muss es ein Computerfehler sein. Also gucken Sie sich den Film an, ist super, wirklich. Also gerade, wie gesagt, was ich meine, ist es tatsächlich, durch den Film sieht man sehr gut, wie wichtig Lügen für uns ist. Lügen ist extrem wichtig. Nicht lügen zu können bedeutet, man ist sehr, sehr unfreundlich, denn, wie gesagt, schauen Sie sich den Film an. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wo war ich denn überhaupt? John Searle, das muss ich auch noch sagen, führte 1980 in seinem Artikel Minds, Brains and Programs, das Gedankenexperiment chinesisches Zimmer, ein. Und zwar ging es darum, dem Turing-Test zu widersprechen. Ach, der Turing-Test wurde von Alan Turing ins Leben gerufen, oder die Idee kam von Alan Turing. Ach, Alan Turing ist derjenige, der die Grundarchitektur noch vor von Neumann und vor dem MIT wirklich eines Computers postuliert hat. Er hat auch Nee, jetzt weiche ich zu sehr ab. Nee, ich bin hier nicht zum Palabern. Alan Turing hat gesagt, also um ein technisches System intelligent nennen zu können, muss es den Turing-Test bestehen. Und der Turing-Test besagt, dass wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht erkennen können, dass es sich bei einem Chat-Programm, also bei einer Textunterhaltung, nicht um ein künstliches System handelt, nicht um einen Menschen handelt, dann ist der Turing-Test bestanden. Und John Searle meinte, das stimmt nicht, denn in einem abgeschlossenen Zimmer, also das sieht so aus, das chinesische Zimmer sieht so aus, in einem abgeschlossenen Zimmer sitzt ein Mensch, der Chinesisch nicht versteht, aber aufgrund eines für ihn verständlichen Regelwerks Texte ins Chinesische übersetzt. Von außen gesehen erschließt sich dann der Eindruck, dass der da im Zimmer Chinesisch kann. Dabei kann er es gar nicht. Das ist meiner Ansicht nach eine falsche, sehr, sehr falsche, ein sehr, sehr falscher Vergleich. Ich glaube, John Searle ist dem Irrtum unterlegen, dass er glaubte, dass Chinesisch eine für Nicht-Chinesen unmöglich zu erlernende Sprache ist. Das kann man leicht widerlegen, indem man einfach mal ein Semester lang einen Chinesischkurs besucht. Habe ich gemacht, Chinesisch ist nicht schwer. Und das andere ist, selbstverständlich würde dieser Mensch im Inneren
irgendwann Chinesisch können, wenn er es lange genug macht. Selbstverständlich. Und eben auch wieder durch diese autopoietischen Mechanismen, also dass man durch das Regelwerk und durch den Input und durch die Erfahrung dadurch selbst irgendwann auch das Prinzip oder das Chinesisch verstehen lernt. So jetzt, also die Fähigkeit, aus eigenem Antrieb heraus etwas zu kreieren, zum Beispiel Lügen, aber auch andere Dinge, das würde ich mal als Arbeitsdefinition von Intelligenz annehmen. So, jetzt komme ich zur eigentlichen Aussage. Verzeihen Sie, dass ich so eine lange Einführung machen muss, aber ich halte es für nötig, dass man doch einiges erklärt, bevor man referiert. Jetzt ist es so, in dem Buch habe ich von 2012 habe ich schon ausführlich eigentlich dargelegt, dass die Technologie schon seit der Steinzeit ein integraler Bestandteil des menschlichen Lebens ist. Und ich will hier nur eigentlich den Einfluss der KI ein bisschen näher beleuchten. Die Erweiterung des menschlichen Denkens und Handelns durch künstliche Intelligenz ist auf der Ebene der Prothetik bereits gegeben. Also Sie kennen das von Online-Warenhäusern, Amazon und anderen, dass sie dann ab und zu mal Vorschläge bekommen, die auf ganz frappierende Weise dem gleichen oder ähneln, was sie wollen. Man kann Amazon ganz schön durcheinander bringen, wenn man viele philosophische Werke kauft und dann zwischendrin mal ein paar Comics oder so, weil das versteht den Sinn dahinter nicht. Da kriegt man seltsame Vorschläge. Aber da gibt es ein künstliches neuronales Netz, das Tendenzen und Interessen daraus aus den vorgefundenen Daten, nämlich den bisherigen Bestellvorgängen, nimmt und daraus sich ausrechnet, was man denn haben wollen könnte. Und so funktioniert Amazon oder Google beispielsweise findet mit recht hoher Wahrscheinlichkeit Informationen, die wir suchen, selbst wenn wir grässliche Rechtschreibfehler machen. Es ist wirklich ganz erstaunlich. Also ein künstliches neuronales Netz ist dazu da, eben auch fehlerbehaftete Eingänge, Informationen noch zu verstehen. Das habe ich schon erklärt. Jetzt ist Folgendes über Mensch und KI. Jetzt haben wir haben 2002 den Film Minority Report gehabt. Da gibt es, falls Sie den nicht gesehen haben, mit Tom Cruise, da gibt es diese Situation in einer nicht näher beschriebenen zukünftigen Welt, gibt es sogenannte Pre-Cogs, also Menschen, die hellseherische Fähigkeiten haben und die Verbrechen wie zum Beispiel Morde vorhersehen können und die Polizei warnen können, sodass die Polizei dann diese Menschen verhaften kann, bevor sie die Morde überhaupt begehen. Ethisch sehr interessantes Thema, kann man durchaus mal diskutieren und im Robot-Design-Kurs diskutieren wir sowas auch. Aber worauf ich hinaus will, sowas gibt es in Deutschland in nicht ganz so extremer Form. Und zwar gibt es da die sogenannten Pre-COBS. Das sind Softwareprogramme des Instituts für musterbasierte Prognosetechnik. Und diese Pre-COBS, diese Softwareprogramme, sollen es der Polizei leichter machen, Straftaten vorherzusagen. Da geht es darum, es geht da in dem Fall speziell um Einbrüche. Also man hat die Daten über die Einbrüche, wo welche Einbrüche tatsächlich verübt worden sind, von wem sie verübt worden sind und so weiter. Und daraus soll die Polizei quasi Brandherde finden. Ich meine, wo wird am ehesten eingebrochen? Selbstverständlich am ehesten in Gegenden, wo reiche Leute wohnen natürlich und so weiter und so fort. Und das ist ein ethisches großes Problem, das gar nicht so einfach ist,
Wir diskutieren das auch im Robot Design Kurs. Auch dieses Thema diskutieren wir da, was das für Konsequenzen haben könnte. Also die aus bisher gegebenen Daten werden, ja, ich würde auch sagen, autopoietisch mögliche Ziele von solchen Straftaten ausgerechnet. Es geht ein bisschen mehr in die Tiefe, aber es ist etwas, das es gibt. Aber man muss auch dazu sagen, es ist nicht so, dass die Polizei jetzt Leute verhaftet, nur weil sie als wahrscheinliche Täter gesehen werden. Das ist nicht so. Es geht nur darum, Gegenden auszumachen. Also, wie gesagt, ich will das weder befürworten noch kategorisch ablehnen, sondern nur erstmal erzählen, dass es da was gibt. IFMPT, das Institut für musterbasierte Prognosetechnik, und das Max-Planck-Institut meinen, ich zitiere, in den von Pre-COPS überwachten Gebieten, in Klammern Near Repeat Areas, gab es am Pilotstandort PP Stuttgart einen Deliktrückgang von 49,06%, in Klammern außerhalb der überwachten Gebiete einen Deliktrückgang von 0,51% und im Standort PP Karlsruhe einen Deliktrückgang von 13,51%, in Klammern außerhalb der überwachten Gebiete einen Deliktanstieg von 4,8%, Anstieg von 4,8%, Ende des Zitats. Wie gesagt, eine ethische Diskussion ist sicherlich notwendig und ich will hier gar keine Position zunächst mal einnehmen. Ich will nur sagen, dass es sowas gibt. Es ist aber einigermaßen erstaunlich, dass auch hier schon wieder ein Science-Fiction-Film oder Science-Fiction-Filme dazu führen, dass tatsächlich reale Handlungen daraus abgeleitet werden. Und ich nehme ganz bewusst von einer ethischen Evaluation hier Abstand, weil wir nicht bis morgen früh Zeit haben, denke ich. In Bälde werden wir vermutlich selbstfahrende Autos haben. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Also technisch ist das meiste schon gelöst. Das größte Problem ist das juristische, das zweitgrößte das gesellschaftliche. Es ist davon auszugehen, dass wenn die überwiegende Mehrheit der Fahrzeuge auf den Straßen selbsttätig fahren, autonom fahren, dann wird sich auch wieder autopoietisch aufgrund der Struktur der einzelnen Individuen, also Entitäten, die darin sind, ein Verkehr bilden, bei dem der Energieaufwand inklusive Personen- und Warentransport auf 10% zurückgeht. Wie ich darauf komme, ist ein bisschen komplizierter, aber das ist meine Hypothese. Die Anzahl von Unfällen wird drastisch zurückgehen. Ich würde sagen, es gibt nur noch einen Hundertstel der Unfälle. Und die Fortbewegungsgeschwindigkeit wird steigen, ob schon die Geschwindigkeit der einzelnen Teilnehmerfahrzeuge abnehmen wird. Der ungarisch-deutsche Informatiker Fekete hat mir erzählt vor ein paar Jahren, dass man auf den Straßen in Deutschland am schnellsten vorankäme, wenn es eine universale Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 Stundenkilometern gäbe. Und er begründet es damit, dass also aus verschiedenen Gründen, aber einer der Gründe ist es, dass wir kaum mehr Unfälle haben werden und auch kaum mehr Verzögerungen mehr haben werden. Schon in den 90er Jahren gab es ein Experiment, da wurden Autos im Kreis fahren gelassen. Die sollten einfach nur im Kreis fahren, das war alles. Und je schneller sie fahren durften, desto mehr Staus gab es. Wenn sie langsam genug fahren, gab es keine Staus und sie waren insgesamt schneller. Wenn sie aber schneller fahren durften, waren sie langsamer. Also wenn man etwas schnell erledigen will, sollte man es ruhig angehen.
Also was ich hier erzähle, ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, es gab es ja wirklich Untersuchungen zu. Und deswegen meine ich eben selbstfahrende Autos, die auch Verkehrssituationen antizipieren können, werden eben gerade aufgrund der Tatsache, dass sie miteinander sprechen, dass sie ein autopoietisches Gesamtsystem bilden, ein Schwarmbewusstsein bilden, ähnlich wie die Bienen, ähnlich wie die Blattschneiderameisen, und in ihrer Gesamtheit dadurch sich selbst optimieren können. Perfektion, wie gesagt, gibt es in der Kybernetik nicht. Es gibt nur Optimalität, und Optimalität fließt. Was optimal ist heute, mag morgen nicht optimal sein. Also die Natur hat sowas uns schon längst vorgemacht, und viele Kolleginnen und Kollegen, auch aus den Ingenieurswissenschaften, tun gut daran, und sie tun es auch wirklich, die Natur als Vorbild zu wählen. Also ich meine auch aus Sicht der Rohstoff- und Energieeffizienz sind solche Systeme auf jeden Fall von Vorteil. Heute sind Computer und das Internet Gehirnprothesen des Menschen. Also Prothesen verwenden wir schon seit der Steinzeit, aber Gehirnprothesen sind sie allemal. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass mathematische Berechnungen, für die ein einzelner Mensch 1000 Jahre bräuchte, von Rechnern, wenn es die richtigen Probleme sind, in Mikrosekunden ausgeführt werden können. Wir haben jetzt aber dann noch ein kleines Problemchen, nämlich, dass wir keine Möglichkeit haben, menschenähnliche Topologien aufzubauen, die in der Lage wären, menschenähnliche Denkprozesse auszuführen. Aber dazu komme ich später gerade noch mal ein bisschen. Es ist möglich, elektronische Rechner in den menschlichen Körper zu installieren. Wir haben Schnittstellen zwischen Nervenzellen und technischen Sensoren. Zum Beispiel die Technische Fakultät bei Professor Stieglitz, Thomas Stieglitz, die forschen unter anderem an Neuroprothesen für Augen. Also wenn der Sehnerv noch intakt ist, kann man da im Prinzip eine Digitalkamera einbauen. Und man sieht wieder was. Ich übertreibe jetzt maßlos, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Und man braucht sich danach auch keinen HD-Fernseher mehr kaufen. Aber es ist durchaus möglich, Menschen, die blind sind, aber sehen möchten, durchaus wieder einen Hauch eines Sehvermögens zu geben. Das ist heute so. Warten Sie nochmal. 10 Jahre, 20 Jahre, 30, 40. Also die Verbindung zwischen elektronischen Rechnern und menschlichen oder biologischen Zellen ist schon möglich, aber sie steckt natürlich noch in den Kinderschuhen. Und man mag jetzt gerne diskutieren, sollte man das tun oder nicht? Und die Diskussion halte ich für sehr wichtig. Und die erlaube ich eben auch im Robot-Design-Kurs nicht nur, sondern ich rege sie sogar aktiv an. Aber dennoch sage ich, es wird kommen, ob es uns gefällt oder nicht. Habe ich alles schon erzählt. Genau. Ja, wir haben jetzt das Problem, dass wir, was heißt das Problem? Es ist einfach so, dass wir momentan noch keine Architekturen, keine Topologie besitzen, ein natürliches Nervensystem in der Größenordnung eines menschlichen nachzubilden. Sie müssen sich vorstellen, dass ein PC wie dieser oder wie jeder PC ein serieller Rechner ist. Ein PC, ein Rechner, ein elektronischer Rechner macht eine Aufgabe nach der anderen. Selbst wenn Sie in Ihrem Betriebssystem verschiedene Programme gleichzeitig laufen lassen, ist es in Wirklichkeit so, dass immer nur ein kleines bisschen Rechenzeit dem einen Programm gegeben wird, dann dem anderen, dann dem nächsten und reihum, sodass es für den Menschen so scheint, dass alles gleichzeitig läuft. Aktuelle Rechner haben zwar mehrere Prozessorkerne, sodass sie tatsächlich einige Dinge parallel tun können, aber nicht wirklich. Also diese parallele Erscheinung ist eigentlich nur Schein, daher das Wort ja Erscheinung. Genau, wir haben das Problem, oder wir haben die Herausforderung, wir haben die Situation, dass ein menschliches Gehirn beispielsweise nicht mit einer Taktrate wie ein Rechner arbeitet. Ein Rechner kann, hat 4, je nach Modell, 2 Milliarden bis 4 Milliarden
Schritte pro Sekunde, während eine menschliche Gehirnzelle 200 bis 400 Mal pro Sekunde feuern kann. Also wir sind eigentlich viel langsamer, aber dafür läuft bei uns alles parallel. Also alle Gehirnzellen sind immer aktiv übrigens. Wenn irgendwer behauptet, nur 10% würden wir nutzen, das ist Blödsinn. Wir benutzen nur 10% für den Verstand, der ganze Rest ist für all den anderen Kram, den unser Gehirn macht, den wir bewusst nicht mitbekommen. Der läuft aber trotzdem und es läuft alles parallel. Denken ist auch Körperlichkeit und eine Gehirnzelle kann Verbindungen mit bis zu 40.000 anderen haben. Wir haben noch keine technischen Systeme, die das akkurat abbilden können. Das ist, sage ich mal, die größte Herausforderung, die wir haben. Aber wenn wir eine künstliche Intelligenz nach meiner Arbeitsdefinition hier aufbauen wollen, müssen wir eine Struktur herstellen, die sowas autopoietisch macht. So wie sich autopoietisch die menschliche Intelligenz gebildet hat. Ja, ich sagte ja eingangs, der Mensch ist intelligent, weil er eine Hand hat. Das heißt, weil es notwendig war, hat sich das Gehirn angepasst, dass wir komplexere neuronale Prozesse machen konnten, abgeben konnten. Und das hat sich lange Zeit entwickelt, bis wir dann vor 40.000 Jahren im Prinzip an dem Intelligenzstand angekommen sind, den wir heute haben. Und im Technischen müsste man das ähnlich realisieren, ähnlich aufbauen, sonst funktioniert es mit Sicherheit nicht. Jetzt erlaube ich mir noch ein paar Spekulationen. Ich bin der Auffassung, dass auch in der Wissenschaft Spekulationen dann erlaubt sind, wenn man sie als solche, auch wirklich bezeichnet. Ohne Spekulationen würde die Hälfte der Astrophysik nicht, also gar nicht ausgeführt werden können. Wir müssen viel spekulieren, sonst geht es gar nicht. Es gab schon in den 60er Jahren die Überlegung, dass man eigentlich das menschliche Gehirn kopieren wollte. Das geht natürlich noch nicht, weil wir die Architekturen nicht haben, aber sobald es möglich sein wird, ob es uns passt oder nicht, wird es irgendjemand tun. Und da haben wir das Problem, dass ein so kopierter Mensch möglicherweise nicht wissen oder wenigstens nicht akzeptieren würde, dass er eigentlich nur eine Kopie ist. Ein so kopierter Mensch und ein menschliches Bewusstsein würde natürlich sich selbst als seine eigene Entität sehen und mit Sicherheit irgendwann Bürgerrechte verlangen. Also die Frage ist, kann man künstliche Bewusstseine, kann man die einfach abschalten? Darf man das überhaupt? Und ich meine, dass es in der biologischen Gesellschaft Diskussionen geben wird, ob sie denn nur Dinge sind, oder als Menschen zu akzeptieren sind. Ich bin überzeugt, dass solche Entitäten kommen werden. Und es ist noch durchaus noch ein weiter Weg bis dahin, aber ich finde, wir müssen jetzt anfangen, uns darüber Gedanken zu machen und nicht erst dann, wenn es soweit ist, weil dann ist es zu spät. Und ich meine das gar nicht im negativen Sinne. Ich finde, es ist wichtig, jetzt schon darüber Gedanken zu machen, denn was ist denn, wenn ein technisches System ein menschenähnliches Bewusstsein hat? Frage Bürgerrechte. Da fallen mir die Diskussionen, die historischen oder ja, die Diskussion über die Rassentrennung und die Homo-Ehe wieder ein. Als in den Vereinigten Staaten die Sklaverei abgeschafft wurde, war es für die Europäischstämmigen keineswegs selbstverständlich, die Afroamerikaner als Gleiche anzuerkennen. Und es hat Generationen gedauert, bis sie irgendwann gleichberechtigt wurden. Und möglicherweise gibt es an einigen Stellen in der Gesellschaft immer noch Probleme, dass Leute aufgrund ihrer Hautfarbe auch negativ diskriminiert werden. Hierzulande ist mir dann auch die Diskussion über die Homo-Ehe eingefallen. Ich erinnere mich noch gut daran, dass meine Großmutter der Überzeugung war, dass Homosexuelle geisteskrank seien. Achtung, das war meine Oma, nicht ich. Meine Eltern waren eher noch so ein bisschen ablehnend gegenüber diesem Thema. Und ich empfinde es so, dass in meiner Generation das niemanden mehr stört. Aber es hat eben drei Generationen gedauert.
Und ein ähnliches Problem werden wir auch mit künstlichen Menschen haben, davon bin ich überzeugt, dass von Anfang an zunächst mal sie nicht als Gleichwertige angesehen werden und sie aber dann dafür kämpfen werden, als gleichwertige Menschen anerkannt zu werden. Wie gesagt, das klingt alles jetzt hier hochgradig hypothetisch, aber wie gesagt, lassen Sie uns jetzt schon beginnen, darüber nachzudenken, damit wir nicht irgendwann in große Schwierigkeiten kommen. Selbstverständlich wird es passieren, dass sich künstliche und natürliche Menschen ineinander verlieben. Thema Homosexualität, Thema Robosexualität. Wie ist es mit der Akzeptanz und wohin führt das? Und dieser selbe Prozess, dieselben Diskussionen, bin ich überzeugt von, werden wieder ablaufen. Und so rasant wie die Entwicklung geht, da wird selbst mir, der ich permanent hinterher bin, schwummrig. Also wenn eine Software AlphaGo einen Menschen im Go besiegen kann, dann wird es höchste Zeit, dass wir anfangen, eine Theorie auch, nennen wir sie mal Maschinenrechte, beginnen. Ich weiß, wir haben immer noch eine ganze Menge Probleme mit Menschenrechten, selbstverständlich, und auch die dürfen wir nicht vergessen, allerdings solche sollten wir auch mit beachten. Selbstverständlich sind Menschenrechte momentan akuter, keine Frage. Und ich sage nur, es wird eine Weile dauern. Und in Deutschland hat es bis 2017 gedauert, bis zum Beispiel die Homo-Ehe rechtlich zugelassen wurde. Übrigens, es heißt nicht Ehe für alle. Ich kann immer noch nicht meine Schwester heiraten. Es heißt natürlich Homo-Ehe. Ich kann auch nicht meine Mutter heiraten, meinen Vater auch nicht, der ist tot. Aber Homo-Ehe heißt, dass homosexuelle Paare neben heterosexuellen gleichberechtigt auch heiraten können. Ehe für alle finde ich seltsam. Also, wie gesagt, meine Tochter, wenn ich eine hätte, könnte ich auch nicht heiraten. Okay, jetzt bisher gibt es noch keine effektive Schnittstellen zwischen Gedanken und elektronischen Rechnern. Bisher. Aber warten wir es ab. Denn in den 2000er Jahren hat der Künstler Adi Hösle, vielleicht kennt den jemand, das Brainpainting-Projekt gezeigt. Im Brainpainting-Projekt wird ein sogenanntes Elektroenzephalogramm oder ein Elektroenzephalograph an den Kopf des Künstlers angeschlossen. Ein Elektroenzephalogramm, EEG, ist dazu da, Gehirnströme zu messen. Zum Beispiel im Schlaflabor, wenn Sie Schlafstörungen haben, werden Sie da gemessen, um herauszufinden, woran Schlafstörungen liegen können. Also das EEG kann auch dazu verwendet werden, zum Beispiel Kunst zu machen. Und zusammen mit Softwareentwicklern hat Adi Hösle ein System entwickelt, das für Menschen mit Locked-In-Syndrom Anwendung finden soll. Menschen mit Locked-In-Syndrom sind nicht komatös, sie sind wach, sind aber nicht in der Lage, irgendetwas zu tun. Also nicht sich zu bewegen, gar nichts, nichts. Sie können mit ihrer Umgebung in keiner Weise in Kontakt treten. Das muss furchtbar sein für einen Menschen. Und die Idee war, dass man diesen Menschen über EEGs die Möglichkeit gibt, Kunstwerke herzustellen. Und natürlich kann man über diese Methodik auch andere Kommunikationsformen herstellen, denn sie sind wach, sie sind nicht komatös, sie sind da. Ja, bei diesem Brainpainting-Projekt kann man natürlich nicht ein Bild malen, das mit einem Rembrandt verwechselt werden kann. Man kann nur einfachste Formen herstellen, einfachste Formen zeichnen. Alles passiert natürlich digital, aber immerhin. Das ist jetzt in den 2000er Jahren gewesen. Jetzt warten Sie es ab, was wir in einer Generation oder zwei haben. Es ist aber so, wenn ein technisches System lernt, lernfähig ist und etwas machen kann, das nicht ist, kann ein technisches System auch irgendwann lernen, mit
Menschen zu kommunizieren und so zum Beispiel auch Gedankenschnittstellen herzustellen. Gedankenübertragung mit Technologie scheint völlig absurd und Science-Fiction zu sein. Das verstehe ich, wenn einige von Ihnen so denken. Aber es ist nicht so absurd. Über ein FMRT, FMRT ist funktionale Magnetresonanztomographie, da können präzise Abbilder der Sauerstoffkonzentration im Gehirn hergestellt werden, auch in Echtzeit. Und dadurch können Gehirnaktivitäten recht genau vermessen werden. So weit sind wir noch nicht, dass wir exakt Gedanken identifizieren können, aber das ist jetzt heute. Warten wir es ab. Und eines, das habe ich im ersten Semester Technische Kybernetik, habe ich das gehört, dass da schon dran geforscht wird. Wenn Menschen querschnittsgelähmt sind, ist ja das Problem, dass die Signalwege zwischen dem Gehirn und dem Rest des Körpers an der Bruchstelle nicht mehr funktionieren, dass die Übertragung gestört ist. Ob schon eigentlich alle Zellen noch am Leben sind, ist nur eine Unterbrechung da. Ein Professor hat gesagt, er hält es für möglich, dass man irgendwann eine technische Überbrückung machen kann. Das Problem ist nur, das sind unzählige Nervenstränge, die ein bisschen so sind wie gekochte Nudeln, und die einzeln wieder richtig zusammenzusetzen, sei wohl unmöglich. Aber ich stelle mir vor, ein technisches System, das selbst lernen kann, welche Nervenenden wohin gehören. Dass wir es nicht von außen programmieren, sondern dass es das selber macht. Man muss ja nicht immer alles selber machen. Man kann ja mal die Computer was machen lassen. Genauso wie momentan mein Saugroboter bei mir die Wohnung saugt. Wirklich, ich habe so einen, ist super. Also ich muss nicht mehr den Boden saugen, ist klasse. Warum nicht ein solches System entwickeln? Das ist natürlich alles nicht so einfach, aber es würde mich sehr, sehr wundern, wenn irgendwann herauskäme, dass es nicht möglich sei. Es wäre möglich, das menschliche Denk- und Erinnerungsvermögen ins Unermessliche zu steigern. Auch hier kann man selbstverständlich die vollkommen legitime Frage stellen, wollen wir das überhaupt? Aber sobald es möglich ist, macht es jemand. Auch wenn es nicht erlaubt ist, jemand macht es, ich mache es. Sobald es möglich ist. Auch wenn es nicht erlaubt ist, mir gerade egal. für mich ist eben weniger die Frage, ist es sinnvoll, sondern wann es passiert. Und die natürliche Evolution, die das Überleben der am besten Angepassten begünstigt, haben wir ja längst ausgehebelt und durch unsere Prothetik ersetzt. Der nächste Evolutionsschritt wird geschehen, und zwar in einer Form, einer Kombination zwischen natürlichem Menschen und den KI. Und der Prozess wird oder ja, muss oder wird ein autopoietischer sein. Und ich glaube, er wird auch so ablaufen, dass zwei symbiontische Prokaryoten durch Verschmelzen einen Eukaryoten bilden. Also wenn wir eine Integration von KI und tatsächlich menschlichem Geist hinbekommen, vielleicht nicht meine Generation, vielleicht nicht die nächste, aber irgendwann. Wenn das soweit ist, dann haben wir einen neuen Evolutionsschritt vollbracht, der natürlich eben wie bei den Eukaryoten und Prokaryoten spontan passieren kann. Und wir werden am Ende des Tages eigentlich nicht mehr die Frage haben, wer wir sind, sondern wer wir sein wollen. Und wir werden uns miteinander vernetzen können und ich glaube auch in der Lage sein, wie die Bienen, ein gemeinsames Schwarmbewusstsein erlangen. Und ich vermute, viele werden es wollen, sobald es ihnen möglich ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.